Hallihallo und willkommen bei Fortress Craft the Wolf mit André. Hallo, grüß euch. Ja, wir haben ein bisschen eingeschmolzen an Erzen. Ich habe jetzt 30 Storage Hopper, momentan 30, 32 sogar. Jo, wir bauen Smelter auf. Dann hört sich das volle Inventar auf. Mit diesen unendlich vielen Erzen drin. Oder? Ja, also aufhören. Es ist natürlich noch nichts automatisiert worden, sondern nur die Rohre fehlen. Mhm. Ich höre irgendwo fette Bomber. Oh gut, unsere ganz fetzen die runter. Das sollte funktionieren. Ja, wir haben da schon 5 Smelter stehen, die habe ich zwischen den Folgen mal aufgestellt. Okay. Und ich stelle jetzt noch die restlichen hier. Du musst mir anschaffen, was ich machen soll. Da kommt jetzt einmal überall ein Storage Hopper dran. Direkt mit dran. Dem Remove Only und mit dem Add Only. Okay, ah ja, verstehe. Ich setze schon einmal die Energieversorgung da drauf, dass man so ungefähr sieht, wie das wird. Okay. Das ist Remove Only auf der Seite, nehme ich an. Yep. So, ich habe da auch schon mal die. Also der gibt dann nur ab. Wir werden die zu einem späteren Zeitpunkt diese Aufsätze da noch auf violette erweitern. Mhm. Aber jetzt momentan fehlt uns ehrlich gesagt die Ressourcen, dass wir die schon komplett hinbringen. Wird aber demnächst passieren, weil das einen unheimlichen Push bringt in der Verarbeitung. Yep. So, aber zum Starten tun wir jetzt einmal die Blauen drauf. So. So. Wie viele Straßen bauen wir da eigentlich? Also jetzt für den ersten Step müssten es 10 sein. Okay. Wenn ich nicht verzählt habe. Okay, hinterbei stelle ich gleich die drauf. Ups, du stehst da. So. Add only, ne? Genau. Die drehe ich aber um, glaube ich. Ja, so dass die Anzeige wegschaut vom Smelter. Ja. So, wie viel habe ich da jetzt noch? 3 stehen jetzt momentan. Jetzt habe ich noch bis oben noch 5. Jetzt habe ich schon ein paar 3 Stück kommen noch drauf. Und das frisst auch wieder enorm Energie. Nein, es ist gar nicht so schlimm. Achso? Nein, weil du so viele. Ja, das ist Energie einfach, dass ich die Energie runterbringe und weil ja dann drüber mal der nächste Smelter kommt. Ah, okay. Material in das händische Storage gelegt. So, dann fangt so. Das da an. Und zwar werden wir da jetzt eine Straße entlang ziehen. Okay. Ist ja sehr cool. Ich schau nur schnell. Zwei Storages kann ich dir anbieten. Oh, Storages? Ja, nicht wirklich. Ich habe nur 20, glaube ich, habe jetzt noch gemacht, mit dem müsste es ja ausgehen. Cool.
bin ich gespannt. Wie viel kann ich malen? So, dann brauchen wir dann noch eine zweite Zeile. Okay. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das, was da wird. Wo kommen die fetten Hummer her? Ah ja, da sieht man sie. Da, die werden eh schön abgeschossen. So, jetzt bauen wir sich darauf. Gut. Soll ich hier? Kannst du mir über dem ersten Power Storage den Steinblock wegnehmen? Aber nicht die Reihe, auf der ich stehe, sondern direkt drüber. Ja. Dem. Ja, dass ich es mal sehe, wo wir sind. Okay. So, jetzt holen wir sich da mal das Power Storage auf. Setzen da dran. Die anderen auch in die Höhe. Wow. Was? Die Power Storage? Die, ja. Ja. Okay. Dann nehme ich da mal das Blöckchen weg. Nein, es müssen nicht alle bis rauf. Also so. Die Steinblöcke kannst du jetzt schon lassen. Das war nur, dass ich mal sehe, wo der Anfang ist. Gut, mache ich wieder das zu. Passt schon. So, jetzt setzen wir da die Storage Hopper drauf. Mit einem Abstand immer. So, jetzt ich werde hier mal ein Fließband dran setzen. Daneben, hoppa. Der Fließbänder. Ich hoffe, der wird reichen. Ein paar hätte ich noch, also mit die 50. Das ist 17, das geht noch schon mal. Okay. Ah ja. Die Killerbienchen kommen mittlerweile aus allen Ecken. Die Fließbänder sind momentan ein Provisorium, eben bis wir die Röhren haben. Dann werden die Fließbänder nochmal ausgetauscht überall. Aber dass wir jetzt einmal starten können damit. So. So, und dann ist noch. Jetzt kannst du drunter die komplette Steinreihe wegnehmen. Unter den Hauptbahn, ja. Ja, und unter den Fließbändern bring das letzte dann schon an. So, und jetzt kann man es eigentlich überall wegnehmen. Dann brauchen wir da angereicherte Kohle. Dann werden wir jetzt das Ganze da mal befüllen. Kohlekocher wirst du auch noch brauchen? Ja. Storage-Hopper dran, damit wir ein bisschen Erz reinkriegen. Ja, ja. So, jetzt nehmen wir da den, das eine Power Storage raus. So, so. Das müsste da irgendwie die Platte rücken. Kohle. Schon, ja. Zu arbeiten. Cool. Ah, fuck. Zu wenig. Genau, Na, warte. Um 4, glaube ich. Ich baue mal nach. Genau, um 4 zu wenig. 4 zu wenig. Jetzt 12 Stück. Ich lege sie dir ins Handy. Nein, du kannst das aufbauen. Du kannst die gleich mitnehmen und stellst die.
aber ich glaube, es müsste eigentlich schon die Versorgung passen. Bis auf die halt, wo jetzt... Genau, die mache ich jetzt. Dann nehme ich da das Provisorium weg. So. Na cool. Ja, es leuchtet. Und wir könnten, ich würde mal sagen, in das erste fülle ich mal Zinn ein. Das zweite, dann Eisen. Kupfer. Ah, Kupfer, ja. Zinn als erstes, gell? Ist, glaube ich, immer so. Zinn, Kupfer, Eisen, Lithium, Gold. So, und ich brauche noch einige Deutsch. Eisen, hat das gesagt? Zinn, Kupfer, Eisen, Lithium. Zinn, Kupfer, Eisen, Lithium, Gold. Ja, habe ich jetzt gerade nicht im Inventar. Also, ich habe mich jetzt mehr auf die ersten vier beschränkt. Ja, Gold, glaube ich, ist im indischen Storage drin. Ja, so, dann das sieht man, da, das schon arbeitet. Juhu! Ich habe jetzt noch zwei Storage-Hopper und ein paar Fließbänder. Ja, Fließbänder, wir haben da jetzt drei Stück da. Ja, vielleicht bauen wir da noch ein zweites dran. Ich habe nur 33 Storage-Hopper. Tja. So, dann schauen wir mal im Sreed, weil jetzt diese Menge Energie dazu bekommen. Ob die das noch schaffen, aber ich glaube, ja, schaut gut aus. Ja, Sreed 0. Ja, wir haben ja oben jetzt wirklich eine Menge Sreed Reducer aufgestellt. So, ja. Jetzt haben wir da zwei, das wären 200 Bahnen und da haben wir 300 Erze, dann können wir da jetzt noch dazu ergänzen. Hast du noch Fließbänder? Ja, habe ich. Passt, dann stellst du bitte wieder die Fließbänder auf. Ja. Oh, das ist da jetzt schon gut. Weil er verbraucht ja wesentlich mehr Erz für einen Bahn. So ist es ja. Vier Stück, zwei Stück, ich weiß jetzt gar nicht. Überleg gerade, ob man nicht überhaupt eine Reihe, ob man überhaupt Fließbänder dazwischen. Ja, doch. Damit wirklich das komplett ausgeleert wird. Ja. Ja, bauen wir schon so auf, ist dann auch. Ja. Mit der Automatik. Und das ist unser eine Reihe Schmelzwerk. Okay, ich habe noch 27, passt. Und dann machen wir das. Ich es gleich oder wir werden es gleich befüllen, ne? Yippie! Okay, ich werde meinen Kupfer los. So, was habe ich drinnen? Also ich habe Kupfer, Lithium, Zinn, ich hab Eisen. Geht ja rucki-zucki. Zinn habe ich auch einiges. So, dann haben wir da gleich als nächstes Lithium. Eisen hast du schon befüllt und Lithium habe ich hier. Was kommt da jetzt?
Metz rein. Nickel. Dazwischen Gold, aber da habe ich jetzt da drauf bei mir keines. Es ist aber im englischen Inventar, ist Nickel sowohl Nickel auch. Als auch Titanium. Ist. Nickel habe ich auch. Stimmt ja. Ja, und damit läuft das auch. Sehr schön, und es wird schon weniger im Inventar. Wir werden natürlich jetzt dann die ersten Bahnen gleich nutzen, um die Köpfe hochzurüsten. Mhm. Weil das einiges bringt. Ich werde jetzt einmal versuchen, ob ich überhaupt so einen Kopf abbauen kann. Da braucht man die große Bildkanne. Ja. Oh, da unten ist das angereicherte Das angereicherte Kohlelager müssen wir auch erweitern, weil das ist schon ziemlich voll. Aber dafür ist im Lager von der normalen Kohle noch genug Platz. Mhm. Ja, sehr schön. Funktioniert. Mhm. Cool. Ja, dann können wir das drinnen, wenn es dann leer ist, langsam abbauen, oder? Ja, wir könnten es. Wir können es schon momentan auch noch lassen. Ja. Und den zusätzlich nutzen. Jetzt geht es halt darum, dass wir möglichst rasch die Materialien zusammenbekommen für die nächsten Projekte jetzt im Labor. Ja, dann lasse ich die Hintern aber frei werden. Damit wir den Bohrkopf. Also das nächste, was wir jetzt dann aufbauen, ist die Stahlproduktion. Mhm. Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge sein. Muss mal schauen, ob wir es jetzt schon haben. Ich glaube, es müsste im Forschungstisch vorhanden sein. Ah, Bildgun ist schon da. Ah, cool. Da werden wir gleich. Ja, die. 6 Punkte, ja, aber das geht sich aus. Brauchen wir doch die Bildgun abbauen vom Bohrkopf. Toxic Partikelfilter ist da, Research. Und Steel Alloy Smelter ist da, Research. Steel Cutterhead, da fehlen uns jetzt die Punkte. Wir haben ein paar Punkte, aber wir haben den Toxic und damit können wir in die Kavernen runter. Da bringen wir einen Haufen Punkte wieder. Also das wird dann unsere nächste Folge sein, da sehen wir sich dann in der toxischen Kaverne, wenn wir einen Ausflug einmal machen. In der Zwischenzeit werden wir ein bisschen einschmelzen. Genau. Jo. So schaut's aus. Schauen wir mal, ob wir den toxischen Filter bauen können. Der müsste da erinnern sein, die Bildgun ist auch da drin. Die braucht jetzt natürlich Titanium, Nickel und Lithium. Aber das habe ich sogar, das heißt die brauche ich gerne. Toxischen Partikelfilter kann ich auch aufbauen. Schau mal rein, ob du irgendwelche Bahnen brauchst, dann lege ich da was ins händische Storage. Für, Entschuldigung, ob kann ich aufbauen? Bildgun und toxischen Filter. Wo ist die Bildgun zu finden? Bildgun V2. Richtig. Da brauche ich nichts. Toxic Partikelfilter, fehlen ein paar Lithium, aber die kann ich mal holen. Ist kein Thema. Hehehe, wir haben ja Lithium. Es geht rucki zucki. Das wird dem Material. Das kommt. Das lege ich dann wieder in den Anzug, ne? Genau. In das Inventar vom Anzug gehört das rein. Okay. Yes, habe ich. Da sind jetzt welche. Die habe ich weggenommen, damit sie leer wird. Okay, alles klar. Die letzten, die leeren sich nicht aus, wenn kein Fließband. Ja, so viel muss ich da jetzt nicht mehr sagen. Aber es ist nicht schlecht, wenn der. Dann werde ich da hinten mal nachfüllen. Schauen wir nochmal auf den Street. Ja, passt. Also wir haben, das zahlt sich aus am Dach da mit unserer Abwehranlage, was wir da haben, da haben wir ja auch gleichzeitig die Street Reducer draufgesetzt. Mhm. Und die schaffen es momentan, unsere Base noch so weit runter zu drosseln, dass wir noch kein Problem haben. So, ich werde dann sogar mal versuchen, dass ich die da wegnehme, weil ich habe da relativ viele Street Reducers drauf gestoppelt. Nickel! Na bitte, dann werde ich Nickel auch gleich nachfüllen.
schauen wir beim Lithium aus. Das haben wir hier. Ah, da hat die Tibra gerade. Ich habe gerade ein bisschen was rausgenommen. Und nach dem Nickel ist dann Titanium. Oder? Yep. Da ist aber noch nichts drin. Nein, weil ich kann es im Inventar okay. Im Händischen ist aber eines. Ja, denn wenn es schon die Energie gibt, dann würde ich sie auch gern verbraten. Ja, ja, klar. Du kannst da befüllen. Ich fülle mal mein ganzes Zeug, was ich im Inventar habe, da weg. Ich würde sagen. Ja. Ja. Jetzt lassen wir die Ofen glühen. Ja. Das haben Zwerge halt recht gern. Ja. Genau. Hat man ja auch gesehen beim Hobbit. Ja. Die Öfen befeuert werden, glühen die Zwergenaugen auf. Genau. Ja. War es meine Ansage oder deine? Nein, es war meine. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren wieder ein paar Informationen dabei. Und wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Daumen hoch. Bevor Fortress Craft Evolved, Anduin und Tibra. Ciao. Tschüss.